So, Hintergedanken, klasse. Kapitel 14. Wie viel gibt es? 15 oder 16, glaube ich. Das heißt, wir sind im Ende ja unheimlich nah. Munition, Pistolenmunition voll, das kann ich mir beim besten Willen nicht. Doch. Tatsächlich. Dann sollte ich vielleicht bei irgendeiner Gelegenheit auch mal die Tragerkapazität erhöhen. Naja, auf jeden Fall, jetzt geht es hier erstmal weiter. Ja, ich scheine wohl nicht darum herumzukommen, nach unten zu gehen. Wahrscheinlich durch die Mitte. Ja. Ich renne schnell, damit es schnell geht. Da ist wieder Bratensaft. Oh, sind das Black Hair Curse. Da ist was rot. Das ist aber scheinbar nicht böse. Nö. Oh, guck mal. Bridges. Was haben wir da noch? Komm her. Noch was? Geht's hier rein? Ah, da geht wieder eine Blutspur rein. Will ich da rein? Ich werde es wohl tun müssen, weil ich schätzungsweise da vorne. Moment. Da ist. Ah, ja. Aha. Aha. Da ist neben der Tür gleich so ein Schnäufi-Häufi da. Das heißt, da muss ich vorsichtig sein beim Reinlaufen. Hier gehe ich jetzt lieber nicht durch, weil ich vermute, dass ich dann eventuell nicht mehr zurück. Doch, da könnte ich. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal rein. Irgendwas wird mir dann nachher schon den Weg versperren. Der ist jetzt hier. Dieses. Die Frage, komme ich jetzt da dran vorbei? Ach, ich habe ja fast volle Energie. Gibt es hier irgendwo eine Flasche, die ich da hinschmeißen kann? Aber vielleicht komme ich auch raus, ohne das Ding auslösen zu müssen. Welches war das jetzt? Ah, hat das schon wieder auf mich reagiert? Ach komm, da mach was weg, ist bloß im Weg. Was haben wir denn da? Oh mein Kartenfragment. Warum ist da ein Arm drin? Okay, also hier drin Schnee, da ist noch was. Doch scheint es das weitestgehend gewesen zu sein. Dann auf geht's. Aber noch was? Nee, habe ich beide gleichzeitig. Ah, es geht wieder in die Spiegelwelt. Schön. Dann kann ich ja eventuell was mit der Munitionskapazität einstellen. Die Frage ist, ist das da unten? Ich nehme an, es ist da. Ich schaue jetzt einfach mal danach. Da ist die Tür, die entsprechende.
Hier gibt es eine Flasche, warum auch immer. Ich schätze mal. Okay, sonst ist hier hoffentlich nichts mehr. Oh, da ist eine Menge. Da ist eine Menge. So. Ja, ist jetzt ein bisschen schade um die Munition, aber ich hätte ja ganz gern den Brain Juice, wenn ich jetzt gleich wieder auf Motzen gehe. Das sollte es dann wohl gewesen gewesen sein. Ne, was haben wir da? Streichhölzer. Okidoki, dann gehe ich jetzt ein bisschen auf Motzen. Ein Tagebucheintrag, wie wir ihn von diesen Stellen gewöhnt sind. Notiz von Myra. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Hallo. Dann gehen wir da mal hin. Sollten Sie nicht vielleicht Egonis Gel benutzen? Was meinst du, wo du herkomme? Kuh. Aber ich stehe ja sogar schon hier. Großartig. So. Bekanntermaßen immer recht massenhaft da. So, dann schaue ich mal, ob es hier noch was gibt. Ivan vermisst. Ivan Diaz. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Elk River gefunden. Interessant. Feuer im Büro. Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahme. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Okay. Einen Schlüssel habe ich ja meines Wissens nicht gefunden. Dieser Spiegel ist nicht benutzbar. Meine Zelle ist, denke ich, leer. Also zumindest mal nichts drin, was ich benutzen kann. Nein, mal wieder nicht. Doch, ich kann ihn benutzen. Dann mache ich das jetzt. Dann ist es diese Richtung. Und dann immer weiter in die U-Bahn.
Okay, da ist schon wieder was unterwegs. Was? Aber echt? Oh, verdammt! Kommt da noch mehr von euch? Rangers, guck mal. Fein. Da liegt ja auch noch was. Alles klar. Noch mehr. Da ist noch mehr. Ah. Was haben wir denn da? Da piept ja auch was. Oh ne. Die sind für mich. Ist ja klasse. Das. Ich muss noch mal ganz kurz. Der linke Stepsen ist dann doch ein bisschen unangenehm nach einer Zeit. Ich werde hier wohl rein müssen. Und es könnte so ein kleiner Bosskampf werden. Das Schwein. Hallo Schwein. White Fog, weißer Nebel. Und was ist das für ein Filmchen? Jetzt bin ich gerade fast ein kleines bisschen von meinem eigenen Schatten erschrocken. Das hier mit einem ziemlich großen Messer. Oh mein Gott, es geht immer weiter runter. Und es wird immer wieder roter. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl gerade. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Da ist wieder einer unterwegs, ne? Warte. Sag mal, wie viel gibt's denn von euch? Och, Menno, wisst ihr was? Okay, da ist die Situation wohl ein bisschen außer Kontrolle. Vielleicht probiere ich gar erstmal. Da reinzurennen. Was mir. Oh, okay. Überhaupt keinen Vorteil bringt. Nicht wirklich zumindest. Gibt's hier noch Munition? Nö, aber Riesenbottich von meinem Brain Juice. Na jetzt. Das solltest du eigentlich nicht tun.
Okay, also vermutlich ist der Standpunkt hier gar nicht so übel. Jetzt muss ich nur kurz mal in meinem Inventar gucken, ob ich eventuell für den Sniper schon wieder Schuss habe. Habe ich sogar. Den da weg. Na toll. Noch jemand? Der eine Hobbit läuft da noch rum. Der aussieht wie Ruvik. Aber wo genau? Moment. Ich habe, glaube ich, ein Problem. Oh ja, ich habe sogar ein großes Problem. Oh mein Gott. Ist egal. So, jetzt zünde ich euch alle an. Alle gleichzeitig. Du bist ja einer. Und weg damit. So, jetzt reicht's halt aber, oder? Mein lieber Gesangsverein, du und du hier auch, komm. So, dann haben wir da wieder Streichhölzer. Das ist Munition, okay. Sonst auf dem Weg hierher noch irgendwas liegen geblieben mit Brain Juice, jawohl. Den möchte ich gerne haben. Den da wollte ich mir vorher eigentlich schon schnappen. Dann müsste es das rein theoretisch. Oh, so weit runter wollte ich jetzt gar nicht, aber nichtsdestotrotz ist es gar nicht so übel. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas finden. Da ist noch ein rotes Lämpchen. Also da war jetzt auf jeden Fall nichts zu entschärfen. Aber es ist Gott sei Dank auch nichts weiter passiert. Ah, jetzt habe ich ein Medipack, ein großes. Dafür aber keine Spritzen mehr. Okay, ja, damit kann ich warten, bis ich fast tot bin. Ja, dann muss ich wohl hier rein, ne? Du wirst angezündet. Werdet alle brennen. Ja. Das da mache ich mal weg. Gott sei Dank ist er blind. Jesus Gott. Hört doch auf, so plötzlich aus der Ecke zu kommen.
Wo ist da? Da ist da. Letztes Streichholz. Nun, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt demnächst keine. Naja, gut, brauchen tun wir sie ja generell eigentlich sowieso nicht, aber. Da ist ja jemand. Vielleicht habe ich RCS damit schon ein bisschen gekitzelt. Wasser. Noch mehr davon? Gehen wir nochmal auf Sammelsuche. Ah, oh, da habe ich aber auch ein bisschen Glück gehabt schon fast, oder? Wo bin ich rein? Schade. Ja, muss ich jetzt wohl hier raus. Und da rein. Was? Hallo. Wenn ich auf dich jetzt schieße, dann ist das Blöde halt, dass der gute Schlüssel da auch drin liegt und ich komme jetzt nicht mehr ran. Aber vielleicht komme ich ja doch noch ran. Irgendwie. Irgendwie hier so durch oder so. Nö. Liegt hier noch Zeugs rum? Sicherlich. Ha! Meine Fresse, ey. So ein Glück, dass ich keine Streichhölzer mehr dabei habe, sonst würde ich dich jetzt anzünden. Was macht eigentlich meine Streamqualität? Vorher war sie nämlich so ein bisschen kacke. Jetzt ist wieder gut. Auf? Nee. Ja, daraus oder hier drüben. Nee, hier drüben ist er nicht. Höchstens hier wieder. Dann könnte ich noch mal nach. Da habe ich geguckt. Nee, da ist nichts weiter. Das ist jetzt natürlich da alles so ein bisschen vor sich hingelibbert, das ist ein bisschen widerlich. Weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt wirklich in die Nähe begeben sollte. Aber irgendetwas sagt mir, ich muss. Vermutlich muss ich mal drauf schießen. Oder da zumindest. Muss ja irgendwie aufgehen. Explosionsbolzen?
Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, das war der Blendbolzen, den ich jetzt benutzt habe. Ja, das ist der Explosionsbolzen. Toll, der macht gar nichts. Dann gehe ich da jetzt mal einfach so rein. Kann ich den wieder nehmen? Ja. Ah! Dafür haben wir jetzt ein Streichholz. Sehr schön. Das wäre jetzt was gewesen, da Streichhölzer zu brauchen und dann keine zu haben. Aber dies ist eine Reserve. Streichholz hat er sich wohl aufgehoben. Für eben diesen Fall. Ja, warte. Ich erlöse dich von deinem Leid. So. Komm ich hier rein? Komm ich hier raus? Wie komme ich denn hier? Hallo? Aber, ah! Dann nehme ich diesen Weg. Oh Gott, es ist so dunkel hier. Es ist einfach dunkel und nicht schön hier. Und irgendetwas bewegt sich schon wieder. Habe ich das jetzt schon entschärft? Ich hoffe es. Das ging jetzt relativ schnell. Hier lag doch noch irgendwas. Da lag noch eine Flasche. So, bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Komm her. Komm, lauf ins Feuer. Toll, hat nicht gereicht. Ich gehe mal lieber weiter, bevor der wieder aufsteht. Ich vermute, dass er wieder aufsteht. Brain Juice, komm her. Okay, dann ist da nichts mehr. Dann gehen wir noch tiefer in den Keller. Dass du aufstehst, weiß ich jetzt auch schon. Munition alle. Okay. Da ist auch schon wieder so wenig. Und da ist erst wenig. Mein Gott. Oh. Naja. Da muss ich wieder irgendwo basteln. Oder drunter durch. Vermutlich drunter durch, weil irgendwas, obwohl es sei denn, ich muss das irgendwo anders ausschalten. Vielleicht war hier vorne schon eine Einrichtung dafür. Nein. Vielleicht hilft mir da meine Flasche. Komm schon. Okay. Also vermutlich reicht es, wenn ich drunter durch schleiche. Scheint es zu tun. Frage ist, war es eine gute Idee, das jetzt auszumachen? Sollte ich jetzt verfolgt werden, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich
das wieder anhätte. Ich wollte das doch gar nicht. Kann ich das wieder rückgängig machen? Nee. Naja, dann ist das jetzt halt so. Wer ist denn da vorne? Ich kann es leider nicht genau erkennen. Scheint eine Ratte zu sein. Aber das Gefühl mit der Ratte stimmt was nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein kodiertes Türchen. Ich nehme. Nee, da kann ich jetzt nichts mitmachen. Da könnte ich theoretisch irgendwie mal hinkommen. Tschüss, Ratte. Okay. Das ist keine gute Idee, da hinzugehen. Hier ist eine gute Idee, mal hinzugehen. Vielleicht. Obwohl, so viel Brainjuice habe ich jetzt nicht. Aber der Tagebucheintrag ist ganz interessant. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen. Aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken. Aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Juhu! Dann werfen wir mal da einen Blick rein. Richtig, wenn es geht. Sieht das nur so aus? Doch, das verfällt alles auch immer mehr hier. Das ist mir jetzt vorher noch gar nicht aufgefallen. Das geht alles kaputt. Na, was sagst du? Haben Sie etwas vergessen? Warte mal. Aha. Vermisst, aber sie ist. Nee, jetzt nicht mehr. Tatjana. Gutierrez. Ach, da steht's ja nochmal. Pflegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Dann ist sie noch hier. Und ist vielleicht ein kleiner Zwischenboss. Und ist gar nicht so freundlich. Naja, freundlich. So wie sie bis jetzt war. Ich habe sowieso keine Schlüssel. Ich gehe deswegen direkt auf mein Stühlchen. Und mache die nötigen Verbesserungen, wenn ich mit 6900 Brainjuice überhaupt irgendwas machen kann. Ich würde sagen, 1:42. Das ist ja bald Zeit fürs Bett. Auf der anderen Seite sind es nur noch zwei Kapitel. Eins, zwei. Wer weiß, was die Nacht noch bringt. Na!
Mein Gott. So. Also. Da dachte ich, ich gehe rein. Da geht's jetzt aber auch irgendwie. Da war aber auf. Da war ja die Dose. Scharfschützenmunition, das ist gut. Und jetzt gehe ich in den anderen. Beziehungsweise da scheint es auch lang zu gehen, aber ich gucke trotzdem erstmal hier rein. Da geht es dann nämlich nicht weiter. Okay, aber dafür ein bisschen Brain Juice gesammelt. Oh! Puh, da will ich jetzt auch gar nicht so wirklich hin. Ne? Also ich gehe. Tschüss. War nett. Nee, geht ja nicht. Aber ich muss noch mal ein Blickchen in mein Menü werfen. Also ich habe jetzt wieder Scharfschützenmunition. Das heißt Scharfschützengewehr nach oben. Da habe ich nix grad. Pumpgun. Magnum habe ich. Dann kommt die doch noch da. Beziehungsweise ich schätze mal, obwohl ich probiere es erstmal mit dem mit der Armbrust. Trotzdem sämtliche andere Munition auffüllen. Jetzt komme ich da nicht ran, oder? Oh Mann, oh ey. Kann ich den abknallen? Okay. Ich vermute mal, dass es dieser Knüppel da ist. Nee, nicht Knüppel. Haufen, irgendwas. Ein Kontrollpunkt. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis das Viech kommt. Was liegt denn hier? Achso, ist meine Lampe gewesen. Holla die Waldfee. Das ist ein Streichholz. Da hinten ist, ich glaube, Brain Juice, ja. Da komme ich her. Da gehe ich jetzt mal hin. Oh, Menno! Ja, du kommst erstmal hier durch. Du auch. Bin ich da jetzt drauf getreten? Ach so, das hört jetzt nicht mehr auf, oder? Aber ich hätte jedes Mal hier reingeworfen. In das hinter mir. Nee, ich krieg mit von denen ab. Natürlich ist er auch im Wasser. Ha, ha, ich stehe am Wasser. Okay, also da komme ich scheinbar relativ schlecht drum rum. Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken, ob ich das Ding... Da ist es ja. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss es nur schön langsam. Jetzt weiß ich nur nicht. Kommen die Viecher jetzt trotzdem?
Ja, geh mal da durch. Was halt so. Da nehme ich mir mein Brain Juice. Da geht's. Ah. Da geht's hoch. Da geht's ja überall irgendwie lang. Hier gibt's mal nichts zu holen. Das könnte ich jetzt noch anzünden, das mache ich nicht. Ein Bolzen, ein Gefrierbolzen, schön.